Und damit ein herzliches Willkommen zurück zur Folge 2 hier auf YouTube. Für die, die es im Stream gesehen haben. Ja. Oliver! Oliver, Short, где ты? Was wollte ich gesagt haben? Denn die erste Folge habe ich tatsächlich im Stream gespielt, aber habe sie auch gleichzeitig auf YouTube hochgeladen. Und das nehme ich jetzt tatsächlich privat auf, nicht im Stream. Sondern hier geht's weiter, wie ich es auch gesagt habe. Und ich freue mich sehr auf diesen Titel. Ich bin sehr gespannt. Es ist immer noch Early Access für die Leute, die, wie gesagt, auf YouTube gucken. Es wird noch viele Bugs geben. Es wird noch etliche Probleme mit dem Spiel geben. Es ist noch nicht fertig. Also wir können bis zu einem gewissen Grad spielen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Und ja, lass uns mal überraschen. Wir sind immer noch auf der Suche nach unserer Freundin Tatjana. Und beim letzten Mal, ja, sind wir geflohen in diese Welt hier. Dieses Chernobyl Light nennt sich ja diese Kristalle. Und der junge Mann, der uns da verfolgt hat, der kannte anscheinend Tatjana. Unsere Frau. Oder Geliebte. Besser gesagt. Hallo. Черт побери, Игорь. Я думал, этот ублюдок схватил тебя. Он Антона убил, слышишь? Боже ja. мой. Мне так жаль, Оливер. Антон. Антон был хорошим парнем и хорошим бойцом. Он погиб ужасной смертью. Да что это, черт возьми, было? Кто этот ублюдок? Я не знаю, но он умеет телепортироваться. Должно быть, это трансцендент-биакционная проекция пространственно-временного континуума. Вот дерьмо, только не начинай опять. Нет, нет, никакой научной лабуды. Прекрати, это у меня голова взорвется. Где мы, черт побери? Внутри. Внутри чего? Ничего, дело не где или когда, мы внутри точки сингулярности. Везде и нигде одновременно. Ага, конечно, бред собачий. Нам надо убираться отсюда. Уверен, тот парень идет по следу. А у меня ни малейшего желания еще раз с ним встретиться. Так что, куда нам? Где выход? А, да, ты прав. Конечно, чудеса могут и подождать. Смотри, вон там. Вон выход, видишь? Вижу. Тогда давай встретимся у Михаила. Ай, черт. Моя рука так болит. Сломана. Я убью тебя, ты. Ублюдок в черной маске. За Антона. Ja, für Anton, der für uns ja gestorben ist, kann ich hier runter? Nein, ich kann hier nicht runterfallen. Ich wollte mal eben so ein bisschen die Maus-Sensibilität ein bisschen runterschrauben. Lass mal eben schnell gucken. Steuerungseinstellung, ist es hier? Ja, Empfindlichkeit. Ich mache das mal ein bisschen runter. Ich mache mal so auf 5, gucken wir mal. Weil die war mir ein bisschen zu schnell eingestellt. Ja, das ist schon viel besser. Oh ja, das ist angenehmer as fuck. So. Uiuiuiui, ganz schön viel Action auch in der ersten Folge. Deswegen bin ich gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich denke, ich weiß, wo wir landen werden, aber wir schauen mal. Das war aber ein ganz großes Gemurmel, wenn ich das mal so sagen darf. ja. Okay. Der Mann mit der schwarzen Maske, da bin ich mal gespannt. Tag 1, Tschernobyl, morgen. Morgen? Morgen ist Freitag. Also zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist morgen Freitag. Ich freue mich schon aufs Wochenende. Und damit nochmal. Hallo, ich weiß nicht, ob ich das mit Cam aufnehmen werde oder nicht. Ich schalte jetzt mal ein, weil es soll ja auch so ein bisschen hororig sein, das Spiel. Sturm? Все рушится. Это конец света, это все моя ошибка. Ее так легко сломать.
Неужели это я сделал все это? Голоса в твоей голове, забытые воспоминания, потерянные мгновения, времена смешиваются, мир кровоточит. О, wir sterben hier. Ich kann dir so einen Puls aussenden, wollte ich gesagt haben. Damit kann ich dann Ressourcen suchen und so. Wo muss ich denn lang? Hier lang schon mal nicht. Muss ich einfach an dem vorbei? Ich wollte gesagt haben, es wird da noch ein bisschen hochhochig. Deswegen auch die Facecam. Aber ich weiß nicht, ob ich die lasse oder nicht. Oder doch, oder... Ich finde das von der Atmosphäre halt so gut, das Spiel. V, um die Taschenlampe zu benutzen. Okay. Aber da oben ging es doch noch weiter. Oder dürfen wir oben nicht langlaufen? Ich denke, wir dürfen da nicht lang. Deswegen gehen wir erstmal in den Bunker. Und mir... Mir juckte gerade der Fuß. Ich glaube, ich habe einen Jumpscare verpasst, oder? Und holy shit. Ich freue mich so sehr auf das Spiel. Ich bin so gespannt. Vor allem, ich glaube, es war eine richtige Entscheidung, das auf YouTube zu spielen. So, jetzt kriegen wir ein bisschen Tutorial erklärt. Kann ich hier mal ein bisschen scannen? Gibt es hier irgendwas zum... Ah, doch, hier. Guck mal. Da haben wir doch schon was. Antistrahlmedizin. Du hast zu viel Zeit in einem kontaminierten Gebiet verbracht. Verwende ein Antirad aus dem Inventar, um die Strahlungsbelastung zu verringern. Drücke I, um das Inventar zu öffnen. Ich drücke I. So. Antistrahlmedizin. T, Statistik zeigen. Ah, Strahlung, okay. So, wie benutze ich das? F, benutzen. Okay, unten links ist die Strahlung weggegangen. Juhu. Ich scanne trotzdem nochmal die... Das scheint aber kein... Also wenn das der mit der Maske ist, scheint das aber kein Dings zu sein. Kein normaler Mensch. Würde ich jetzt mal behaupten. Wenn das der ist, der junge Mann, der uns da gejagt hat in der ersten Folge. Mich hätte jetzt mal interessiert, wenn wir die Radioaktivität hätten... Ob wir dann durchgekommen wären, weil das prüft ja die Radioaktivität. Aber ich glaube... Okay. Wie cool das einfach ist. Ah, ich mag das. Und das ist so ein bisschen open-worldiger. Envrio Analyzer zeigt Ihnen alle Ressourcen und Elemente im Bereich an, kann jedoch auch den ausgewählten Typen navigieren und hervorheben. Verwende R und T, um Herbs auszuwählen. Sie sind nützlich für Erstellung von Arzneimitteln. R und T. Ach da. Pilze, Chemikalien. Kräuter. Lebensmittelration, andere. Aber was scanne ich denn jetzt? Was soll ich... Herbs? Was ist denn Herbs? Lass mich raten, es sind Kräuter, oder? Ja, es sind Kräuter. Ich würde aber trotzdem mal erstmal auf alle bleiben, weil ich will alles sammeln. Hier, alles. Und es ist ja ein bisschen open-worldiger und natürlich auch ein bisschen hier so Ressourcen-Farming und wir müssen das ja alles machen, denn wir kommen später in so eine Art Hub-Welt oder beziehungsweise so eine Hub-Station, wo man dann auch so seine Base in so einem so klein bisschen so ausbauen kann. Und, ich kann nicht scannen. Warum kann ich nicht scannen? Du hast genug gesammelt. Suchen Sie nun einen Kamin und erstellen Sie daraus eine Heilsalbe. Ich will nochmal scannen. Ah, jetzt. Genau, in dieser Hubwelt kann man dann halt so Werkbänke bauen und Schränke und man geht dann halt quasi auf so, ja, auf so Quests, auf so Reisen in Tschernobyl hier und erledigt dann halt diese Aufgaben, die dort anstehen. Und ja, ich kann mich entsinnen. Wie gesagt, ich habe das im Stream schon mal gespielt. Ist auch schon ewig her. Und da haben wir mal, glaube ich, eine Mission mal gemacht und so und auch so ein bisschen die Base angefangen auszubauen. Und ich wollte jetzt nach langer Zeit mal einfach mal wieder reingeguckt haben, was auch neu ist und wie sich so entwickelt hat das Spiel. Und der Anfang von der ersten Folge, der war ganz anders.
man war auch schon direkt an diesem Reaktor und hatte nicht diese Zugfahrt. Und ja, also alles schon so ein bisschen anders. Und ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, worauf das hier hinausläuft, was wir alles erleben werden, was für Missionen wir alle annehmen werden und, wie gesagt, ob ich das mit Facecam aufnehme oder nicht, da bin ich noch ein bisschen skeptisch und noch so ein bisschen unschlüssig, weil, klar, es wird ein bisschen Horror geben, nicht viel, also erwartet jetzt hier kein Jumpscare-Debakel, sondern erwartet mehr so, ja, gemütliche Erkundung von Tschernobyl, dieses Unheimliche, Traurige und so. Deswegen, wie gesagt, ihr könnt das ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich das mit Cam spielen soll oder ohne. Und dann lassen wir uns mal überraschen. So, habe ich jetzt da hinten alles? Ich gucke nochmal eben. Ja, ich glaube schon. So, läuft denn alles in Aufnahme? Nochmal eben schnell gucken. Ja, es läuft alles sehr schön. Hier sind nochmal ein paar Pflanzen. Das, was wir haben, das nehmen wir mit. So. Und bevor ich jetzt hier... Da liegen noch elektronische Teile. Unsere Frau redet mal mit uns. Wir haben so Gewissensbisse, habe ich so das Gefühl. Ich frage mich, was mit Tatjana passiert ist. Das werden wir ja, das ist ja quasi so in Anführungsstrichen ja eher so die Hauptquest, kann man ja sagen. Und da bin ich sehr gespannt, ob wir das rausfinden werden. Schon jetzt in, ja... In dieser Early Access Version. Oh, da sind noch Pilze. Oder ob das so die Haupt-Main-Quest ist, die man dann noch nicht abschließen kann, weil das Spiel noch nicht fertig ist. So, fange an zu basteln. Okay, wir müssen also einen Kamin suchen, also eine Feuerstelle. Und dort müssen wir jetzt beruhigende Salze. Beschreibung. Ein einfaches Gebräu, das eine milde, aber sofort entspannende Wirkung auf diejenigen hat, die sie einfach, die sein scharfes Aroma einatmen. Verbessert leicht die Psyche. Okay. Das müssen wir herstellen. Wie stelle ich das her? Achso, einmal drücken. Okay. Dazu brauchen wir zwei Pilze und zweimal Kräuter. Kräuter haben wir genug. Kann ich mit E? Ah. Desinfektionsspülung. Beschreibung. Ein Trank auf der Basis von verdünntem Bleichmittel und Kalium, der dem Körper hilft, eine geringe Menge an Strahlung auszutreiben. Fehlt uns einmal Chemikalien? Das können wir bauen. Bandage. Okay. Eine Grundmischung aus langsam gekochten Kräutern stellt eine kleine Menge Gesundheit wieder her. Machen wir mal. Würde ich mal dreimal machen. So, können wir ja so nur dreimal machen, dann haben wir das. Cool, wir haben also Feuerstellen. Nice. Jedes verwendete Element wird automatisch im Schnellzugriff hinzugefügt. Sie können 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um die neu geschaffene Medizin schnell zu verwenden. Artikel können aus dem Inventar im Schnellzugriff neu zugewiesen werden. Da gucken wir doch mal. Wir haben jetzt auf der 1 haben wir jetzt den Umgebungsscanner und auf der... Auch auf der 1? Ne, auf der 2. Ah, hier. Auf der 5... liegt die Salbe und auf der 4 ist dieses die beruhigende Salze, genau, für die Strahlung. Ne, die Psyche war das gewesen. Okay. Das ist also unser Inventar. Später kriegt man anscheinend, sieht man hier auch noch, später kriegt man anscheinend noch mehr Inventarplätze. Okay, Karte haben wir auch. Wir sind da, müssen da hin, finde Oliver. Kommt mir irgendwie bekannt vor von Cold Side. Dort mussten wir auch einen Oliver finden. Das ist aktuell das Gebiet hier. Wie gesagt, das Spiel ist nicht ganz Open World. Das Spiel erstreckt sich über mehrere Gebiete, also so Level, die aber halt Open Worldiger sind. So. Ausbildung nach Oliver. Atemberaubend. Du bist im Nahkampf geschickter als Spezialkräfte. Du kannst deine Überlegenheit zeigen, indem du deine Gegner nicht töten, sondern nur niederschlägst, um sie über sie lachst oder nicht. Wie du willst. Okay, das sind also hier so Skillbäume. Ja, bin mal gespannt. Reflex. Guck mal, da stand Reflex. Reflex. Zusätzlich 3 Lebenspunkte. Ja, guck an. Begleiter. Oliver. Gesund, stabil. Mission nicht definiert. Beziehung neutral. Okay. Rezepte erstellen. Da werden wir wahrscheinlich noch uns reinarbeiten müssen. Okay. Kann ich? Drei ist das. 4, 5. 5 war das, ne?
So. Gut, haben wir das auch. So. Hier wollte ich nochmal gescannt haben. Hier gibt es bestimmt Ressourcen. Aha, guck mal einen an. Ein Benzinkanister, den nehmen wir mit. Dann haben wir hier noch elektronische Teile. Ich glaube, ich weiß, wo wir hinkommen jetzt. Wir kommen... Parol! Живо! Sagen Sie das Passwort. Ich erinnere mich nicht daran. Beruhig dich. Ich bin es. Не стреляй, не стреляй. Это же я. Чёрт, Игорь. Запомните одно слово. Это слишком для тебя. Ностальгия. Пароль ностальгия. Ты же сам его выбрал, чёрт тебя дери. Давай, заходи. Давай, давай. Ты же у нас мастер на все руки. Осмотрись тут. Может, весь этот хлам на что-то сгодится? Давай, чувствуй себя как дома. Я мечтаю о маленьком деревянном домике среди леса. Дорогой, ты бы построил там себе мастерскую. И мы были бы так счастливы вместе. Drücken Sie B, um den Wiederaufbau der Basis zu beginnen. Gut. Im Erstellungsmodus können Sie zuvor erstellte Strukturen markieren und Ressourcen daraus wiederherstellen, indem Sie T drücken. Über auf dem herumliegenden Müll. Dann räumen wir erstmal hier auf, würde ich sagen. Kann ich an der Wende auch was aufräumen? Nein. Ah, ich mag die Musik, muss ich sagen. Das kann ich nicht aufräumen. Ich räume jetzt erstmal alles hier auf. Da steht sogar Basisstatistik. Komfort eines Lebens in der Basis. Leistungsüberschuss, Luftqualität und Strahlenschutz. Diese Kategorie umfasst Elemente, die sich auf die Schutzfunktion beziehen. Einschließlich der Fähigkeit, Objekte zu bauen. Strom, Schlafplatz, Lichtqualität und Strahlenschutz bereitzustellen. Okay. So. Wie gesagt, wir räumen jetzt erstmal hier den ganzen Müll auf. Warum der das nicht gemacht hat? Ja gut, der ist natürlich verletzt, ne? Muss man natürlich auch sagen. Was haben wir hier? Okay. Ich räume jetzt erstmal hier auf. Was steht denn hier? Beschreibung, nur ein Haufen Müll. Kann zum Verschrottet verwendet werden. Kriegen wir mechanische Teile. Nice. So, jetzt haben wir hier schon mal soweit alles klar. Schiff, naja, ganz aufgeräumt haben wir da noch nicht. Aber gut, okay. Wo geht's denn hier hin? Achso, wir müssen hier bleiben. Was ist hier? Nichts. Hier oben noch irgendwas? Und genau, da weiß ich jetzt, wo wir sind. Das ist dann hier quasi auch die Hub-Welt, beziehungsweise so die Base, wo man immer wieder zurückkommt. So, erstellen Sie jetzt einen Arbeitstisch. Diese ist die grundlegende Struktur, die Zugang zu fortgeschrittenen Gebäuden freischaltet. Wählen Sie die Kategorie Basis, Upgrades und drücken Sie F, um den Inhalt anzuzeigen. Dann machen Sie dasselbe mit Building Tools. Baubar. Basis Upgrade. Igos Inventar. Komfort des Gefährten. Mit F. Ah, okay. Bauwerkzeuge. Das müssen wir jetzt erstmal bauen, ne? Werkzeuge, die an anderen Sätzen von Bauelementen entsperrt. Sie benötigen sie, um anspruchsvolle Strukturen herzustellen. Ja, die Frage ist jetzt, wo bauen wir es hin? Ich würde sagen, wir machen die erstmal hier hin. Wenn das geht, unter der Treppe. Ist das möglich? Dann machen wir sie hier hin. Wie kann ich denn drehen? Ah, Drehmodus. Ah, der Pfeil zeigt einen an, wo vorne ist. Das ist ja super praktisch. Oder soll man die... Ne, hier können wir nicht hinmachen. Aber hier bestimmt, oder? Warte, da ging es doch gerade. Hier. Warte, ich drehe noch mal ein bisschen. So. Bauen mit F. Ja, nice. So, jeden Tag haben Sie die Möglichkeit, zur Basis zurückzukehren und diese erweitern. Sie sind nur durch die Menge der Ressourcen begrenzt. Verwenden Sie, um den Einstellungsmodus zu verlassen. Achso. Gut. Das ist also unsere Werkbank. Die sehr schön aussieht. Ich frage mich, woher die jetzt gebaut hat, aber okay. So.
Okay. Hallo. Wir brauchen Lebensmittel. Ich verstehe es nicht. Liebe ist wichtiger als Risiko. Ich muss Tatjana selber finden. Wie egoistisch von uns, wenn wir das klicken würden. Wir brauchen mehr als Glück, um meine Liebe zu finden. Er vergisst, wer hier bezahlt. Vergiss nicht, wer der Boss ist. Du hast recht. Ja, es stimmt. Es stimmt schon, er hat schon recht. Bewaffnet, gefährlich und verrückt. Was könnte schief gehen? Ich weiß es auch nicht. Sag's mir. Sagst du mir. Oh mein Gott, das wird ja nur lustig. Also, wir müssen jetzt erstmal Lebensmittel für unser Camp hier holen. Er sagt hier Raubbord. Was ist denn hier das Raubbord? Gehe zum Heist. Raub, dein Plan, wie du das in das Kraftwerk gelangst und Tatjana retten kannst. Dies ist dein letztes Ziel. Du musst dich darauf vorbereiten, eine Chance zum Erfolg haben. Oh, ach so, aber ich dachte, wir wollten doch dieses Tschernobyl Light eigentlich nur holen. Und jetzt ist es also dann doch, wie ich mir schon dachte, okay. Some need to hack. Jemand muss sich in das Sicherheitssystem hacken. Und er sagte, wir haben einen Mann weniger. Jemand muss auf unseren Rücken achten. Ein Scharfschütze. Der Sniper ist ja grandios gestorben. Oliver. Schönes Bild. Wir werden eine Weile hier bleiben. Eingang. Also, unser Hauptziel ist es, nochmal zum Reaktor zu kommen. Und dort dann Tatjana zu retten. Die er ja angeblich noch da vermutet. So, jemand muss mich reinbringen und so tun, als wäre ich ein NAR-Soldat. Das heißt, wir müssen hier also... Mhm. Jawohl, ich bin der Chef. So, das heißt also, das ist ein bisschen wie... Ja, ich sag mal, der GTA heißt, dass man erstmal verschiedene Bruchstücke zusammenpuzzeln muss. Anscheinend habe ich so das Gefühl, dass man hier, weil hier steht ja zum Beispiel, wir brauchen einen Sniper und so, weil da sind ja auch die Pfeile dran und in der Mitte wird wahrscheinlich das Kraftwerk kommen. Kriegen wir denn da noch Unterstützung? Das könnte ja noch lustig werden. Genau, und dann landet man hier und da muss man hier quasi mit dem Fernglas in die Ferne gucken und, ja, mit der Planung beginnen. Sie beginnen jeden Tag mit der Planung. Wählen Sie, welche Mission Sie persönlich erledigen und welche Sie Oliver anvertrauen. Wählen Sie mit Bedacht aus. Sie können nur eine Mission pro Tag erfüllen. Ну что ж, решай. Самому встретить судьбу или отправить других. Понял.
Здесь я могу выбрать план действий. Отправить Оливера или сделать все самому. Ты вроде что-то строить собирался. Может, мастерскую? Langsam wird's gruselig. So, was haben wir denn hier? Moskau Auge, Lebensmittelversteck. Ein seltsamer Stalker behauptet, er habe in der Nähe der berüchtigten Installation Moskau Eye eine Art Versteck gesehen. Das Versteck kann für uns Überlebenden entscheidend sein. Da gibt's also Essen, Trinken, sieht man hier auch an den Symbolen. Roter Wald, Essen, Abwurf. Der NAR hat fälschlicherweise seine Lebensmittelversorgung im Rotwaldgebiet abgeladen. Es sollte nicht schwer sein, es zu ertragen, also es zu bekommen. Pripyat-Hafen erkunden. In dem Teil der Zone passiert derzeit nichts Wesentliches. Es kann auf der Suche nach Ressourcen und Lebensmitteln gesucht werden. Essensabwurf auf Kopachi. In der Region Kopachi soll ein routinemäßiger Lebensmittelabwurf für Feldtruppen erfolgen. Kontakt mit der NAA-Truppen ist sehr wahrscheinlich, aber ein Versuch wert. Pripyat-Zentrum? Essensvorrat auf Pripyat zentral fallen gelassen. Irgendwo im Zentrum der Stadt Pripyat wird es einen Food-Drop geben. Und dann haben wir hier noch irgendwas. Bleib in der Basis. Ruhe in der Basis. Nehm dir einen Tag frei, während dein Begleiter die Arbeit für dich erledigt. Ja, machen wir erstmal. Schicken erstmal die Leute los und machen erstmal als Chef erstmal Füße hoch. Nein, ich würde sagen, hier das mit dem roten Wald, weil das sieht relativ leicht aus. Wie kann ich denn jetzt hier... Roter Wald. Dieser Ort ist hauptsächlich von der Natur dominiert, obwohl einige Leute immer noch als Zuhause bezeichnen. Okay, und wie wähle ich das jetzt aus? Oliver. Genau. Erfolgschance 3... Ah. Da steht die Erfolgschance. 99%. Dann machen wir das hier. Dann soll er doch hier in Pripyat-Hafen. Dann würde ich sagen, machen wir... Ach, guck mal, im Hintergrund sieht man sogar, das sehe ich jetzt erstmal, wo das ungefähr ist. Da ist also der Hafen. Da ist der rote Wald. Moskau-Auge. Seltsamer Stalker behauptet, er hat in der Nähe einer berüchtigten Installation Moskau eine Art Versteck gesehen. Ich würde das machen. So, Sie haben Ihre Wahl getroffen. Drücken Sie Enter, wenn Sie bereit sind, eine Mission zu starten. Denken Sie dran, dass schwierige Missionen nicht erfolgreich sein müssen. Jeder von euch kann verletzt, entführt oder sogar getötet werden. Aber der Hunger wird dich genauso schnell töten. Oh ja. Gut. Ja, ich möchte die Mission beginnen. Истинное назначение системы Дуга остается неизменным. Бывшие офицеры КГБ высокого ранга утверждают, что Дуга начиналась как военный проект. Но проект Дуга провалился, не работало так, как было запланировано, а проект обошелся почти в 7 миллионов советских рублей. Tag 1, Moskau-Auge, Nachmittag. Wie es da weitergeht mit der Mission, das machen wir in der nächsten Folge. Schalte wieder ein, wenn es wieder heißt. Tschernobyl Light. Ich würde mich freuen. Macht's gut. Tschüss.